Das müssen ja Hunderte sein dann, oder? Ja, es sind tatsächlich Hunderte, ja. Und da ich ja noch ein Gitarrengeschäft in München habe, gehören die ja eigentlich auch noch dazu, die da an der Wand hängen, aber dann natürlich teilweise auch den Raum da verlassen. Ja. Und es gibt doch diese eine legendäre Gitarre, die hast du doch dabei, glaube ich. Ne? Ich habe extra diese die mitgebracht. Die Winds of Change. Das ist die Winds of Change. Das ist, sagen wir mal... Aber Wind of Change ist doch gepfiffen. Wind of Change. Das ist eine Gitarre, die kann auch pfeifen. Diese Gitarre musste ich zwangsläufig entwickeln. Also die Form ist jetzt nicht so unbedingt etwas Neues. Ist ja eigentlich wie eine Stratocaster. Aber um die verschiedensten Instrumente, die man im Studio aufnimmt, die sagt es was, dann später mit zwei Händen und einem Instrument auf der Bühne reproduzieren zu können. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man so nah wie möglich am Originalen, am Original bleiben möchte. Oder muss man ja eigentlich auch und will man auch. Und die Leute haben es im Ohr. Und wenn das dann plötzlich ganz anders klingt, ist es auch nicht so schön. Und Wind of Change ist tatsächlich der Auslöser dafür gewesen, weil ich dort im Studio mit verschiedensten Instrumenten, die ganz klare Klänge haben, wie der Anfang in den Strophen. Aber auch dieser Song ist ja nicht nur Ballade, der kriegt ja auch ein bisschen Drive. Und da haben wir eben auch ein paar verzerrte Gitarren dabei. Um das alles so realisieren zu können, musste ich damals irgendwie zum Bleistift greifen und mir eine Schalltechnik ausdenken, die diese Gitarre jetzt hat, die eigentlich alles kann, was eine Gitarre können muss. Und deshalb bin ich dazu gekommen. Ja, Wahnsinn, ne? Tolles Ding.